Hi, hier ist der Frank vom footblog-hamburg.de. Seid willkommen in unserem neuen Video. Wir wollen heute machen Lachs Bombay Style. Das ist ein Lachs, der verhältnismäßig zügig, schnell, klasse gemacht ist, mit ganz viel Frucht, ein bisschen Curry dabei. Habe ich gesehen auf dem Channel von einem Hamburger Starkoch. Habe das jetzt schon x-mal nachgemacht und möchte euch das einfach nicht vorenthalten, weil es einfach geil ist. Könnt natürlich auch sagen, geht bei ihm auf dem Channel und guckt es euch an. Wäre aber für mich ein bisschen blöde. Ich möchte euch zeigen, wie wir das machen und dass es wirklich ein Rezept ist, was man schnell nachmachen kann. Wir brauchen für unseren Lachs Bombay Style eine Avocado, eine Erdbeere, damit bestechen wir gleich die Kamerafrau, eine Zwiebel, eine kleine rote Chili, ein Apfel und hier ist meine Soße vom letzten Mal. Wir haben letztes Mal eine Currysoße gemacht für unsere Currywurst und die war letztes Mal, fand ich noch ein bisschen sehr dünnflüssig, aber wenn man es jetzt hier auf dem Level sieht, ist sie gerade genau richtig für eine Soße. Die wird jetzt mittlerweile immer weniger, weil die kann man natürlich auch klasse für andere Dinge nehmen. Ich mache mir die zum Beispiel auch auf den Toast einfach unten drauf und belege den Toast dann. Und dann schmeckt das auch richtig geil. Also ich zeige das nochmal so ein bisschen besser in die Kamera, damit man es besser sehen kann. Die sieht auch richtig gut aus. Das ist das Video vom letzten Mal. Einfach mal gucken. Bei uns in der Mediathek findet ihr Currysoße für Currywurst. Habt ihr das so genannt? Ja. Okay. So, dann wollen wir weitermachen. Die Erdbeere habe ich hinten schnell die Blüte abgeschnitten. Jetzt müssen wir einmal Cut machen. Die kriegt meine Kamerafrau jetzt im Mund. Mmh, lecker. Ja. Süß. Ja, das finde ich auch gut. Ich habe meine Avocado schon aufgeschnitten, weil ich vorhin gucken wollte, ob die okay ist. Die ist okay. Dann nehme ich mir jetzt noch mal eben schnell den Kern raus. Und dann wird die einfach so rudimentär in großen Stücken runtergeschnitten. Und dann mache ich da gleich hinten die Pelle ab. Ich weiß gar nicht, wer mich gerade auf die dumme Idee gebracht hat, das so klein zu schneiden. Eigentlich nehme ich die ja immer mit dem Löffel raus. Das geht viel schöner. Und wäre jetzt auch viel schneller gewesen. So, schöne große Stücke wollen wir haben. So wie jetzt in etwa, so, das gefällt mir schon sehr gut. Jetzt schneide ich noch mal gleich die Zwiebel klein. So, Zwiebel einfach erstmal so schön dritteln und dann schneiden wir sie einfach nur so klein. Das gleiche mache ich mit der anderen Hälfte auch. So, Chili mache ich natürlich wie immer klein. Wie immer klein, ja. Riesendinger da gemacht. Immer schnell, ne? Ja, so, dann noch einmal so ein bisschen quer rüber. Damit wir, wie ich immer sage, nicht so große Lappen haben, weil das ist nicht schön. Wenn es zu scharf ist, kann nachher mit dem Mango-Chutney und ein bisschen Zucker dafür sorgen, dass die Schärfe auch raus ist. Oder man nimmt einfach die Kerne vorher raus. So, dann haben wir noch unseren Apfel. Den müssen wir auch klein schneiden. Schale lassen wir dran, vorher schön gewaschen. Das Einzige, was halt raus muss, ist halt das Kerngehäuse. Das schneiden wir raus. Und dann machen wir da auch große, schöne Stücke von. Wir haben jetzt alles einmal zusammen und klein geschnitten. Hier kann man das einmal sehen. Hier haben wir unsere Avocado, rote Zwiebel, Apfel, Chili. Ich tue jetzt ein bisschen Öl in die Pfanne. So, ein bisschen Rapsöl in die Pfanne. Jetzt ist das schon ein bisschen warm. Oder auch nicht. Aber ich tue trotzdem jetzt meine ganzen Sachen da einfach schon mal hinein, um das dann ein bisschen anzubraten. So, unser Mix ist jetzt schön angeröstet so ein bisschen. Jetzt, um es zu aktivieren, tun wir da jetzt richtig schön viel
Currypulver drauf. Wo wir gerade bei den Gewürzen sind. Unsere Gewürze kommen von gewürzmaster.de. Die haben auch ein super Curry, was wir hier auch gerade wieder verwenden. Das muss jetzt mit schön anbraten, damit das aktiviert wird und wir diesen richtig schönen Currygeschmack bekommen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie geil Curry und Apfel zusammenpasst. Das ist richtig gut. So, das lassen wir jetzt einen ganz kleinen Moment und dann geht's gleich weiter. Jetzt in der Zwischenzeit zeige ich euch mal eben schnell unseren Lachs. Das sind 200 Gramm Lachs ohne Haut. Solltet ihr den nicht bekommen ohne Haut, die Haut kann man auch, wenn man unten drunter lang schneidet, wunderbar wegnehmen. Ich bin ja immer so ein bisschen krüsch damit, wenn der Fisch nicht, meiner Meinung nach, nicht so ganz 100% frisch aus dem Wasser kommt und da nicht noch die Feuchtigkeit vom Meer dran ist, dann bin ich ja immer so, dass ich dann sage, nee, da muss erstmal Zitrone oder Limette drüber. Deshalb tue ich da jetzt ein bisschen Limette rüber, bevor ich den jetzt gleich klein schneide. Und schon geht's weiter. So, bei uns riecht es in der Küche schon wie im Bombay auf dem Markt, super schön nach Curry. Wir tun jetzt hier 200 Milliliter Sahne zu unserem, in Klammern, Gemüse-Obst-Mischung. Rühren das einmal kurz so ein bisschen um. Wir müssen ein bisschen aufpassen beim Rühren, damit wir uns das nicht alles kaputt rühren, weil wir wollen ja auch keinen Brei essen. Wir wollen ja schon ein bisschen Textur auch noch haben. Und dann werde ich jetzt meinen Fisch mal eben klein schneiden. So, wir schneiden den einmal so runter. Und dann schneide ich ihn noch einmal so nicht zu kleine Stücke, aber auch nicht so Riesenlappen. Wir haben ein verhältnismäßig gleichmäßiges, schönes Stück erwischt. Wenn man so Stücke erwischt, die auf der einen Seite so mega dünn sind und auf der anderen Seite mega dick, dann muss man halt das auf der dicken Seite eventuell noch mal so ein bisschen nachschneiden, damit man irgendwie so einen guten Querschnitt von der Größe bekommt. Nicht, dass das eine schon völlig zerfallen ist und das andere ist noch nicht mal angegart. Jetzt ist es soweit für uns, dass wir unseren Lachs hier mit hineintun. Und lassen den jetzt hier noch mal so 3 bis 4 Minuten mitköcheln. Währenddessen reduziert unsere Soße so ein bisschen runter. Ein bisschen salzen können wir auch noch. So. Und ich glaube, dann sind wir auch durch mit unseren Gewürzen, weil Schärfe haben wir von der Chili und den Rest, den bringen ja unsere Zutaten mit. Jetzt, wo wir gerade warten, dass unser Gericht gleich fertig ist, ist doch genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um uns mal richtig schön einen Daumen nach oben zu geben, uns zu abonnieren und, wenn euch irgendwas einfällt und ihr irgendwelche Fragen habt, unten schön was in die Kommentare reinzuschreiben. Darüber würden wir uns riesig freuen und das würde uns auch riesig nach vorne bringen. Vielen Dank! So, schon sind wir fertig. Sieht doch richtig genial aus. Man könnte, wenn man will, jetzt auch noch eine Runde ein bisschen Reis dazu servieren. Wir essen das jetzt so. Ich finde, das ist ein so geniales Gericht. Schön der Lachs, der Apfel mit dem Curry. Richtig, richtig, richtig lecker. Noch einen kleinen Spritzer Limette oder Zitrone rüber, aber das war's dann auch schon. Damit sind wir fertig. So ihr Lieben, das war's schon wieder. Unten findet ihr unsere Einkaufsliste, die ist schon hochgeladen, die könnt ihr sofort benutzen, könnt danach eure Sachen einkaufen. Ich hoffe, dieses schnelle, gute Gericht hat euch gefallen. Ist nicht aus meiner Feder, ich habe es im Endeffekt ein bisschen abgewandelt, aber sonst könnt ihr das auch beim Hensler nachgucken. Der hat das auch bei seiner schnellen Nummer. Und ja, wie ich eben schon sagte, Daumen hoch, Kommentare, abonnieren dürft ihr super gerne. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn der Foodblog Hamburg wieder etwas kocht. Bis dann, sagen Tschüss. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Bis dann, ciao, ciao.